Wir befinden uns hier in der Einzelausstellung von Florian Germann, einem der jungen, wichtigen Schweizer Künstler. Es ist die erste große institutionelle Einzelausstellung von ihm. Der Poltergeist ist ein Motiv, das wir alle aus dem Horrorfilm kennen, aus dem Geisterfilm, aber gleichzeitig eben auch ein sehr ernstzunehmendes, zumindest aus Sicht der Parapsychologie, ein Phänomen ist, das sich aus Klopfgeräuschen, Energiebewegungen manifestiert. Gleichzeitig hat er dieses Poltergeist-Thema mit Pfadfinderkultur verbunden, mit Religion, Christentum und quasi so ein Narrationsteppich geschaffen. Poltergeist are usually associated with an individual. Hauntings seem to be connected with an area. A house, usually. Poltergeist disturbances are a fairly short duration, perhaps a couple of months. Hauntings can go on for years. Any movement out of those things? There's been some ionization flux. I'd like to make sure they're not caused by humidity coming from structure leakage, but I'm not going up the supply hatch. Florian Germann ist in meinen Augen einer der wichtigsten jungen Schweizer Künstler, deshalb haben wir ihn auch eingeladen. Das passt auch zum Programm des Mikromuseums für Gegenwartskunst. Wir versuchen öfters, junge Künstler mit einer Einzelausstellung zu beauftragen und ihnen die Möglichkeit zu geben, in einem größeren Raum zu arbeiten. Dead under the swimming pool. This is directly below the old graveyard. Too much power. I've seen it. In dreams. What is it? Mein Lieblingsobjekt ist wirklich tatsächlich vor Ort entstanden, auch die Idee dazu ist vor Ort entstanden. Es ist eine Arbeit, die aus Blaupausen besteht, die er in einem eintägigen Prozess mit einem Baumwollextraktmaterial, also es ist ein Harz, übergossen hat, wirklich vor Ort sich quasi dieses Konservieren veranstaltet hat. Und dieses Material erinnert natürlich auch wieder an das Ektoplasma, das beim Poltergeist eine wichtige Rolle spielt.